Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Malekith und Hellebronn. Wir breiten uns aus. Günner hält mich aus, vor allem finanziell. Ich grüße dich, Günner. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris, genau. Der Tante Malekith muss noch gerade gucken, ob die Verbannten von Nehek hier noch irgendeiner Fraktion den Krieg miterklären wollen. Das wäre zum Beispiel eine Option. Hackgräf, was wäre denn damit? Wäre auch noch eine Option. Oh, das lehnen sie ab, schade. Na, echt schade, ja. Naja, wir gucken mal weiter, ob es da noch jemanden gibt. Klakaron vielleicht? Ich bin mit denen übrigens schon im Krieg. Mit den Verbannten von Nehek? Ja. Oder warte mal, ja, mit denen bin ich schon im Krieg. Ja, stimmt. Hä? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Hat die vielleicht jemand in den Krieg gerufen gegen dich? Das kann sein, ich sehe es bloß nicht. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber... ich glaube, ich muss da jeweils immer so ein bisschen Geld drauflegen. Also ich fände es auf jeden Fall aber ganz cool, wenn ich dann zumindest denen noch irgendwie ein paar... Also das kann aber dann nicht sein, dass die... ja, das muss sowas gewesen sein, weil sonst wäre ich ja mit in den Krieg gerufen worden automatisch. Ja, wenn sie dir den schon. Krieg erklärt hätten oder du ihnen, dann wäre ich auch mit denen im Krieg. Und das bin ich offensichtlich nicht. Das heißt, irgendjemand hat die in den Krieg gerufen gegen dich. Ist auf jeden Fall kurios, weil ich habe ja geguckt und da war ich mit allen im Krieg, aber naja, Hauptsache ich bin im Krieg, also weißt du, das Wichtige ist, ich bin im Krieg und habe damit nicht gegen die Regeln verstoßen. Ja. Das ist das Wichtige daran. Komm, Hackgräf, jetzt bitte, dann mach's doch für 900. Boah, mach's doch. Ey, Katep, das alte Luder, ey, der gehört hier da zu den... Do it, just do it. Der gehört hier zu der hochpreisigen Eskorte, ne? Für 1200 macht das. Das nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Und pass auf, du gehst auch noch mit in den Krieg gegen Klarkarond. 1200 finde ich jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Ich habe dann noch... warte mal, Klarkarond. Oder nehmen wir eher... Nee, komm, wir nehmen Clan Rictus. Ich kann gerade nicht sagen, wie stark ist Clan Rictus eigentlich. Ist egal, Hauptsache du kämpfst gegen Clan Rictus. Komm. Da, das lehnt er jetzt wieder ab. Ah, komm, Junge, mach doch mit, ey. Für Zahlung 1500. Komm, 1500, Junge. Lehnt er auch ab. Ich bin noch voll am Rad drehend. Ja, das ist halt wichtig, dass die... das ist halt wichtig, dass wir die noch so ein bisschen so rauslutschen. So, dann kann ich ja jetzt sagen, hier Krieg erklären. Das ist halt ganz wichtig, dass wir denen halt noch so ein paar Sachen aus der Hüfte leiern, ne? Bevor wir denen den Krieg erklären. Weil alles, was man noch mitbekommen kann, oder was man noch an Konflikt schüren kann mit unseren Gegnern, das sollte man auch echt immer hier irgendwie machen. Das ist wahr. So, wo haben wir noch? Habe ich noch irgendwas mit Bewegungspunkten? Nee. Okay. Der Stahlfrostgletscher, der produziert leider keine Kohle momentan. Eisenberge dafür 4500, das ist auch gut so. Power. Und wir, die öffentliche Ordnung, ja, die wird da auch gehen. So, nächste Runde werde ich da wahrscheinlich dann angegriffen. Und für mich kommt jetzt gleich in der KI-Runde der große Moment, wo sich die Frage stellt, ob die Kriegshydra hier Wasser lässt oder nicht. Um mal das Sprichwort mit dem Elefanten umzudichten. Ja. Ach komm hier. Your turn. Ich bin mir jetzt gespannt, ob ich den Altar der Finsternis verliere. Aber wenn nämlich jetzt der Schwarzlichtturm nicht fällt, kann ich... Also wenn der Schwarzlichtturm jetzt nicht Truppen bekommt, und ich hoffe, er bekommt es ausnahmsweise mal nicht, dann fällt der nämlich. Wird von mir hart geplündert. Und ich weiß nicht, ob ich ihn danach sogar einnehmen soll, weil das kann taktische Vorteile haben, ihn danach einzunehmen, weil dann kann ich nämlich noch die beschädigten Gebäude abreißen. Das gibt ja auch Geld. Dann hinterlässt man einfach nur verbrannte Erde.
Ich Die glaube, können wir wieder sind in schon an ihnen Friedensabkommen. vorbei. Ne? Bitte? Nee, nee, die kommen Doch, noch wir sind vorbei an eigentlich. ihnen. Da, jetzt kommen sie. Die sind schon vorbei, ja. Also meine sind Nee. vorbei, deine kommen jetzt, aber Meine greifen an. mein Problem ist schon durch. Ja, das war ja absehbar, ne? Ja. Jetzt nimm das Ding bitte ein. Jawohl. Okay, das wollte ich sehen. Jetzt kann ich nämlich Malekith unten aus der Versenkung hochholen. Um hier einmal schön Skaven-Schaschlik Du öffnest einfach zubereiten deine zu können. Malle-Kiste. Achtung, Algol. Ja, ich weiß. Ja, gegen die will ich ja ziehen. Deswegen habe ich ja den Plan mit dir Ja. ja durchgesprochen, wie man das am besten Ja. jetzt macht. Oh, was kommt denn da an? Ach, das ist der Da Schatten. Die kommt Schatten. diese gefährliche Last, Boah. Last Gore Standing Last Gore Armee. Standing. Oh Mann. Der war tief, ey. Aber ich habe jetzt auch die Feste des Kanan erforscht. Wir haben übrigens gerade so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich glaube, du meintest hier die Einheiten aus dem Schwarzlichtturm, ne? Und ich Bam! meinte die Skaven, ne? Ja, Oh genau. ja, Aber nice, guck mal, ja. Bam! Ja. Einfach nur Bam! So Hear richtig. this, Bam! Kryptonians! Das gab bis jetzt nur wenig Geld, aber wenn ich das Ding jetzt hier ausraube, gibt es 446 Sklaven nochmal 3773 obendrauf. Yes! I take it. Kannst du das Ding in Plünderstellung jetzt gehen oder Nee, nee, was? ich mach was anderes. Ich würde es jetzt tatsächlich. Ich kann die Troller ohne Witz leveln, ey. Das ist der absolute Hammer. Echter Hammer. Nee, also die haben ja jetzt noch Gebäude drin. Also zumindest eins. Das Plateau der Dunkelelfenrösser. Und das würde noch Geld bringen. Also ich würde es jetzt versuchen einzunehmen. Ja, mach whatever Artikel 7. Besetzen. Boah, aber ich mache schon 2600 minus, weil jetzt ist aus meiner Zweitarmee. Nee, das ist keine reguläre Armee geworden. Warum mache ich auf einmal noch mehr Minus? Gehe ich nicht. Ah nee, das Ding ist eigentlich fertig, wie ich gerade eben sehe. Das Ding ist fertig. Ich kann es jetzt für 500 reparieren, dann gehört es mir offiziell. Ja, dann gehört es mir halt kurz mal offiziell. Vielleicht kommen da ja so ein paar Billo-Armeen jetzt an und lassen sich da verprügeln, weißt du? Das wäre ja auch nicht schlecht. Ich habe die Skaven-Unterstadt bei mir entdeckt. Echt? Ja. Ja, Bei frech. welches Ende? Ist ja frech, ey, dass die das da haben. Ich würde so gern noch Geld ausgeben, aber es wäre Wahnsinn, es zu tun. Ich habe zwei Runden jetzt Puffer und danach bin ich wieder blank. Ich habe schon wieder so eine Chaos-Korruption von Jenseits von Gut und Böse hier, ne? Weißt du übrigens, ja, das ist echt ätzend. Aber weißt du, apropos bei diesen Skaven-Unterstädten, weißt du, was die KI da sehr gerne macht mit diesem Ding? Dass sie diese Skaven-Armee herbeirufen und dich dann angreifen, ne? Ja. Habe ich aber selber Das noch ist nie ja, erlebt. hab ich selbst noch nie gemacht. Hat die KI bei mir ein paar Mal gemacht, also in so Playtest-Runden. Eigentlich gehe ich immer hin und mache die Skaven-Städte halt immer direkt wieder weg, wenn ich sie entdecke. Oh, ich stehe jetzt hier vor einer wichtigen Entscheidung. Was ist deine Meinung? In der Dragobert-Ebene. Da habe ich momentan die Wachtürme und die Residenz der Dunkelelfen. Ich bin am Überlegen, ich habe die Wahl jetzt gar nichts zu tun, obwohl ich das Hauptgebäude auf Stufe 3 bringen könnte. Das würde aber 3200 kosten, mich damit Kopf und Kragen kosten. Ich könnte aber das Ding einfach komplett aufgeben und die Gebäude, die jetzt drin sind, einfach abreißen und es einfach der KI zum Fraß vorwerfen, in der Hoffnung, dass es zerstört wird. Und dann dieses Geld mir nochmal einen weiteren Puffer verleihen, um dann mich in eine andere Richtung fortzuführen. Denn wenn ich nämlich jetzt hier diese Gebiete zerstört so lasse, muss die KI entweder ewige Wege zu mir zurücklegen, um mich anzugreifen, oder sie muss sich selber schwächen und diese Gebiete erstmal erobern, also besiedeln. Ja, Was mir also Zeit du kauft. würdest dann, also du würdest dich also in deine Kernlande zurückziehen, Genau, beziehungsweise meine sozusagen. Interessen jetzt Richtung Süden, wo der Schwarzlichtturm und Karonkar sich befindet, vielleicht auch mal ein bisschen ausweiten. Ja, denk dran, dass wir da andere Fraktionen dann antreffen, ne? Aber von mir aus, also.
Ja, ich muss irgendwas tun. Also ich muss, Ja. also Ja, alternativ. also du musst dich da oben auf jeden Fall, also ich meine, man muss es halt so sagen, also von der Verteidigungslinie her macht das keinen Unterschied, ob du die schwarze Säule oder Dragothbert Guck hältst, mal, ne? ich müsste das so machen. Siehst du es auf der Karte, was ich gezeichnet habe? Ich müsste eigentlich den Palast des Ruins oder Chagras einnehmen oder zerstören. Ja. Ich muss Agol ausschalten, wenn ich anfangen will, Nagra und Dragoberth überhaupt zu erobern. Das heißt, ich müsste aber übers Wasser gehen, denn wenn ich nicht übers Wasser gehe, bekomme ich Verschleiß, dass es scheppert. Ja, also du wirst auf jeden Fall Kauak und die Schwarze Säule ständig verteidigen müssen. Ja, Ob es du da sei. Dragoberth hältst oder Dragothbert hältst oder nicht, ist insofern unerheblich, weil es keinen Unterschied macht, wo du die Einheiten reinstellst. Das ist die gleiche Verteidigungslinie. Du hast halt, schau mal hier oben oberhalb der gefrorenen Stadt, da ist ja der Palast des Ruins, ne? Und von da aus würde dir immer Einheiten schicken. Ja, Und du da will kannst ich ja davon hin. ausgehen, dass die Einheiten auch hier oben lang laufen, Da ne? will ich ja hin. Und Ich will den Palast. Ja, wie gesagt, der Punkt ist der. Kauak habe ich jetzt zwar gebaut, aber ich kann das Ding nicht wirklich einnehmen. Also die KI weiß, was ich hier habe. Aber ich muss was gegen ihn tun. Ich muss. Und er macht leider gerade eben gar nichts und es nervt mich. Das sieht nur so aus, weil du nicht siehst, was der hat. Also, wenn du ein paar Helden hättest, dann würdest du sehen, dass der wahrscheinlich schon irgendwo wieder auf dem Weg zu dir ist. Das sieht nur so aus. Die KI, die hält sich doch immer da auf, wo du sie nicht sehen kannst. Das ist doch, das ist ja jetzt das ist ja keine neue Erkenntnis. Der wird, und gerade wenn der halt, also gerade wenn der halt hier eine Stadt hat, ne? Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der halt nichts macht. Der hat Also, dann den das, Full Stack, ja. aber genau das will ich ja machen. Ich will ihm, also mein Plan ist eigentlich, wie gesagt, also dass du halt meine Kernlande auch, also die schwarze Säule und Bitterlemon müssen verteidigt werden. Wenn der Ja. kommt, musst du ihn abwehren und ich fall ihm von hinten in Ja. den Rücken. Dann pass auf, dann sage ich dir, was mein Vorschlag wäre. Ja. Das klingt jetzt wieder, das ist wahrscheinlich was du nicht hören willst, aber okay. Also, ich würde die Flotte beim Schwarzlichtturm auflösen. Weil das dir momentan keinen Mehrwert bringt und nur zu viel Geld kostet. Ich würde mit der einen Armee, die du jetzt hast, deine Hauptstreitmacht, würde ich einfach nur Kauak und Dragothbert verteidigen, solange bis ich die Skaven platt habe und dann Kauak verteidigen kann mit einer Armee. Und dann kannst du dich weiter nach Osten ausdehnen, wenn du Böcke hast. Dann kannst du das ganz gechillt machen. Dann machen wir das Wir einfach so. dürfen das nicht spielen wie eine normale Kampagne. Unter normalen Gesichtspunkten würde ich sagen, okay, aber wir dürfen das nicht wie eine normale Kampagne spielen. Ich habe sie aufgelöst. Sie haben mir einen Zweck erfüllt, sie haben mir Geld gebracht und. Ja, und damit ist das Ding auch erstmal erledigt. Der Karon Ka hat sowieso irgendwo eine Einheit stehen oder er greift dich mit zwei Fullstacks an. Den Schwarzlichtturm wirst du so nicht halten können. Ne, sonst lass da halt alles passieren. Wenn den irgendjemand anders einnimmt, kannst du ja noch überlegen, hast du eine Möglichkeit ja, warte mal. Wenn du in Haganeth, also das kannst du jetzt gerade auch nicht machen, ne? Verteidige deine beiden Städte da oben, bis ich komme und dann hast du ein viel entspannteres Game da hinten. Dann Das machen wir es dauert so. halt Aber noch ich ein paar baue jetzt was Runden, aus. aber Ich baue jetzt was aus, damit ich mehr bau Geld deine mache. vier Kernprovinzen da unten aus oder die Kernregionen, genau, wenn du Geld übrig hast, steckst da rein oder sparst, bis du 20.000 hast und bau dann eine zweite Armee auf. Sparen. Ja. Ja. Ja, das ist Die ein Witz. Leute in unserem Against haben mich ja immer ausgelacht, weil ich so viel Geld gespart habe, aber du baust einmal so eine Stadt aus, ist deine ganze Kohle weg, ne? Ich Also, weiß. das ist halt so, ne? So, okay. Also wie gesagt, sparen, das ist sehr, sehr witzig, weil ich habe eigentlich, für mich ist diese rote Zahl da oben schon der Okay, ja. Normalzustand. Solange sie nur dreistellig ist, ne? Ja. Oh, warte, warte. Nee, den Opfer für Drakira muss ich nicht machen. Okay, dann bin ich fertig. Auch mit den Nerven, aber ich bin froh, dass ich diesen Scheiß jetzt hier immerhin mal plündern durfte. Und ich meine, ich reiß jetzt alles ab. Also ich reiß jetzt auch bei Dragobert die zwei Gebäude ab. Dann bekomme ich wieder ein bisschen Geld zurück. Ich habe jetzt den Schwarzlichtturm komplett abandoned. Also nach dem Motto Scheiß drauf. Da ist jetzt nichts mehr drin. Da ist ein beschädigtes Stufe 1 Gebäude drin.
Und jetzt mache ich nur noch 466 minus. Mhm. Das Schlimme ist, ich war schon mal weiter. Ich war schon mal rund auf 300. Aber weil ich halt weniger Slaven habe, ist das irgendwie problematisch. So, jetzt muss ich hier gerade mal den Malekith wieder hochholen. Mhm. Aus der Versenkung und werde dann wahrscheinlich gleich wieder da unten angegriffen. Aber was ist denn hier los? Warum kannst denn du nicht dahin laufen? Diese Armee kann in ihrer derzeitigen Stellung nicht angreifen. Musst du ja auch gar nicht. Du musst ja bloß ranlaufen, ne? Oh, warte, so war's. Ne? So ist es gemeint. Hm? Lord of the Black Tower. Ja, das ist, weil hier meine Questschlacht ist. Und er denkt, ich will die Questschlacht machen. Ja, die sehe ich natürlich nicht, die Questschlacht. Mhm. Questschlacht, müsste ich mal gucken. Habe ich doch, glaube ich, auch eine, oder? Nee, habe ich wahrscheinlich noch nicht. For the sake of Verluste gering halten. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass wir hier viel verlieren. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, drei Jungs haut er dir raus, ist klar. Und vor allem, er macht's bei der Verstärkungsarmee. Ja, ja. Das habe ich neulich auch schon mal gehabt. Da hat nur die Verstärkungsarmee überhaupt Units verloren und die Hauptarmee, die eigentlich die Hauptlast tragen müsste, gar nicht. Frage mich auch, wie die KI das macht. Drängeln die sich vor? Ja. Okay, pass auf. Du gehst dahin und holst dir die drei Speere von der Trulla. Ja, du gehst ja wieder nach Süden mit ihm, mit zur Folterschlucht, ne? Ja, in der zumindest werde ich da deffen müssen. So, dann lernst du mal noch Steh oder Stirb. Du lernst bitte Unsterblichkeit. Oh, das ist wichtig. I am immortal. I learned it from a book. Einfach nur die richtigen Zeilen gelesen. Schon ist es passiert. Genau, ja, ja. So, Schwester, das lernst du jetzt auswendig und dann bist du unsterblich. Und da stand dran, Chaka, du kannst es schaffen. Ja, genau. Oh, Jesus, ey. Wer das noch kennt, bitte Hand heben. Oh Gott. Der Typ, ey. Der Typ, ey. Ganz peinliche RTL-Sendung war das damals, glaube ich. In den Ende der 90er, ne? Oh Mann. Ich weiß nicht mehr, ob es. Ich weiß nicht mehr. Ende der 90er. Oder auf Anfang jeden Fall. Der 2000er? Also, es war um den Dreh rum. Nee, Ende der 90er könnte tatsächlich auch ganz gut hinkommen. Genauso wie der Lemmerman. Wer kennt den noch? Oh Gott, Alter, ey. Ja, das war ja richtig böse, ey. Das ist so grausam, ey. Was da alles für einen Scheiß gegeben hat. Also heutzutage würde man sagen Standard-YouTuber. Aber für die damalige Zeit war das schon ein Schocker. Wer den nicht kennt, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Ein Typ, der sich eigentlich wirklich aufführt wie so der klassische YouTuber, der sich zum Affen macht. Also nicht so wie Günther und ich. Sondern anders. bloß halt so ein Typ, der halt wirklich so schulterlange Haare hatte. Gärtenschlank. Und der hat diese schulterlangen Haare mit, keine Ahnung, mit Beton zu einer Stehhaarfrisur mehr oder weniger gemacht. Also der hatte schulterlange Haare und die standen ihm senkrecht nach oben. Ja, 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 ja. Und der war auch total bescheuert drauf. Also das war... Eieieiei. Heutzutage würde jeder nur mit der Schulter zucken, weil ja, ist ein YouTuber. Ich kann die Schwester da ja angreifen, das ist da doof da dran, aber ich werde dann halt wahrscheinlich hier gebumrushed, ne? Ja, aber du musst doch jetzt gar nichts angreifen. Du solltest doch jetzt eigentlich im Idealfall nur die Stellung halten, würde ich sagen. Die Torschere? Die Torschere würde ich noch vorschicken, die kann auch was machen. Wo denn? Die sitzt momentan in Naggarond. Ach so. Ja, aber was willst du denn da machen?
Die kommt ja nicht mehr weg. Also klar, die kann diese eine Armee... Ich könnte Hackgräf plündern. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ist da jemand drin? Das ist die entscheidende Frage. Nö. Selbst wenn, da kann eine Fullstack drin stehen. Die ist ja eine Feuermagierin. Na gut. Da kann eine Fullstack drin stehen. Die klopfe ich da trotzdem platt. Ich muss nur mal gerade auf mein Terrain schauen. Guck mal, hier habe ich 70% Hinterhalterfolgschancen. Da stelle ich mich jetzt mal rein. Und wenn sie halt zurücklaufen, wenn sie zurücklaufen nach Naggaron, dann muss ich halt auch zurücklaufen, dann ist das halt so. Aber ja. Ne, also ich meine, das gemeint trotzdem. So, und du musst mir jetzt mal gerade sagen, das hier gehört auch noch zu Naggaron, ne? Dann stellt der hält sich nämlich da drüben hin, dann sehe ich nämlich, ob da eine Armee lang schleicht. Jo. Das macht es mir auch nochmal etwas einfacher. Niki Bastards. Das nächste Mal muss ich den Kreis der Zerstörung plündern, wenn ich wieder so eine Todesnacht machen muss. So, wer hat jetzt noch? Die Todeshexe hat noch ein Level gekriegt. Moment mal, wo ist er? Da hinten. Ah, cool, okay. Ja. Dann mach mal noch hier. Weiß ich nicht, mal nur hier verwunden. Und dann kann ich noch wieder einen Erlass machen. Genau, und wir nehmen das. Und nächste Runde. Jetzt bin ich gespannt, ob ich meine 1050, die ich in den Garnisonsausbau der Folterschlucht gesteckt habe, ob ich die verliere. Falls es angegriffen wird, ja. Oh, da kommt jetzt hier Clan Rictus und will Frieden. Boah, der würde mir 1000 zahlen, ey. Das ist so gemein. Naja. Es ist ein Witz, dass wir die überhaupt angetroffen haben. Weil die so weit im Süden eigentlich sind, ne? Weil die auf jeden Fall sehr weit im Süden sind in der Regel, ja, also verhältnismäßig. Und weil das ja auch Skaven sind, also die Städte von denen sehen wir ja gar nicht, ne? Und ich frag mich dann so, wie haben wir den denn kennengelernt? Agenten? Hallo, Ibims, der Skaven oder was? Ne? Reichen Agenten eigentlich? Oh, guck mal, es könnte... Ah, nee, die laufen... Ach, guck mal. Ja, ja. Aber ist okay. Aber weißt du, was der Witz ist? Weil jetzt könntest du nämlich diesen Arsch-Move machen. Und den Tempel des Kane auch plündern. Genau, den Tempel des Kane jetzt plündern. Du greifst die Armee als allererstes mit einem Blitzschlag an. Ja, genau. Naggarond wird die nicht sofort nehmen können. Mit ihrer anderen Armee. Das schafft die nicht. So, und jetzt guck mal, wie weit du von Dagothbert nur gucken kannst. Hast du es gesehen? Ja, ab wann deine Vision aufhört? Nach drei Bäumen, so nach dem Motto. Ja, genau, ne? Das ist echt so. Das ist so dämlich. Als ob ich da einfach so keine Späher in dem Land hätte, weißt du? Die Leute passen einfach nicht auf, weil es kalt ist. Okay, wir werden angegriffen. Schaffen wir das? Wir sind fast 1:1, ne? Da oben. Ah, das kannst... ganz im Ernst, du willst das doch eigentlich verlieren, weil dann hast du da oben deine Ruhe. Naja, also, ich meine, wenn wir den Plattmann, habe ich auch meine Ruhe da oben. Ja, aber irgendwie, du hast, also ich würde jetzt da die Zeit nicht reinstecken, da würde ich jetzt einfach berechnen, weil es ist egal, ob du das Ding hältst. Gut. Dann egal, wie du es machst, es ist ja, dann ist es halt jetzt verloren. Aber ich hätte jetzt gedacht, wir behalten das da oben dann. Ey, guck mal, jetzt hast du deine Ruhe, es ist zerstört. Ja. Und die Armee ist weg. Besser kannst du gar nicht laufen. Gut, ja. Ich kenne eh keine Garnison da oben. Das meine ich ja. Ne? Die Dinger sind zerstört, da passiert nichts mehr. Mhm. Muss man auch keine... Kriegst auch keine Chaos-Korruption aufwenden, um das Ding da irgendwie zu deffen, ne? Genau. Ist jetzt wirklich Wüste, so wie sie es gehört. So, jetzt kann ich ja endlich mal die Zauberin hier mal ausbauen. Gut, bloß andere Gebäude wären da eh nicht drin gewesen. Ne? Nee, das kann man irgendwann mal sich holen, wenn man Luxussituation hat, ne? Dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, sowas zu halten. Luxussituation, also ein wunderschönes Oxymoron in einer Total War. Ja. Also in einer This is Total War Kampagne. Ist schon was Wahres drin. So, ich warte jetzt hier auf jeden Fall. Der hat nur 9 Einheiten, ey Leute, wir machen den. Wir machen den Rubbel, die Katz, machen wir den weg. Mach immer weniger Geld. Das ist nicht geil. Aber ich würde Bitterlamb gerne auf Level 3 bringen. Oh Mann, das kostet 3000. Hast du Geld für den Notfall? 3000 habe ich noch. Wie viel Plus machst du?
Minus 490. Aber what? Ich werde ja gleich, ja, ist ja kein Ding. Ich meine, ich habe natürlich ja gerade auch eine Siedlung verloren, ne? Die hat ja schon ein bisschen Geld reingespielt. Okay. Aber ich werde ja gleich diese Armee beim Tempel des Cain platt machen. Mhm. Wobei ich auch noch so ein bisschen damit liebäugle. Ja, nee, ich mache die Armee beim Tempel des Cain platt und plündere den oder so. Dann baue ich das jetzt und, hier. Und ich habe 3000 für einen Notfall übrig. Gut. Falls du die brauchst. Ja, ich habe auch gleich eine Rebellion. Also ich kann mich da auch gleich selber da um etwas kümmern. Mir geht es bloß darum, ich muss halt auch meine Gebäude mal upgraden. Ne? Also das ist ja das, was ich zu dir gesagt habe. Ich sitze dir auf der Tasche und habe keinen Handlungsspielraum, wenn ich nicht irgendwie Puffer habe. Ich trete halt... Das hast du nett gesagt. ...auf der Stelle. So... Jetzt habe ich hier die Rebellion, die Chaos-Rebellion, die würde ich dann gerne killen gehen. So, das Mellekätzchen, das werde ich aber erstmal nur hier hin bewegen, denke ich. Kannst du wahrscheinlich den Tempel des Cain erstmal mit einer Blitzschlacht wegbolzen? Frage ist erstmal... Ich muss hier runter und guck's mal, ob da unten eine Armee rumsteht. Die ist noch relativ weit weg. Das ist schon mal ganz gut. Und vor allem ein bisschen jungfräulich. Dann nehme ich nämlich die Armee von der Truller da und laufe dann nämlich mal in die Ecke hier und nehme noch irgendwie noch ein paar Sperge mit. Du bekommst trotzdem Verschleiß, obwohl du in der... Okay. Ja, ich weiß nicht genau, warum, das muss an der Region da liegen. Steinschlag, weißt du? Ja, genau. So ist es. Pass auf, lauf du mal nach Hakaldra. Das bringt mir nur plus 15 auf die ÖO. Okay, gut, naja, dann ist das halt so. Dann... Einmal die Troller da angreifen, bitte. Blitzschlag. So, und da muss ich jetzt aber sagen. Das ist zu kritisch, oder was? Da quicksave ich jetzt. Ja, je nachdem, was wir da jetzt verlieren. Also behalte ich mir die Option mal offen, dass wir sagen, komm, wenn man es dann doch manuell, weil er hat zweimal die schwarze Garde von Nagaron drin, die wird halt einfach OP gewertet, auch wenn wir da, schau mal, ne, wir haben ja mehr als doppelt so viel Einheiten. Ich sehe es noch gar nicht, du musst dich leider erst entscheiden. Ach so. Das ist das Ach so, Doofe okay, gut. Spiel. Ach komm, nee, das machen wir, wir sind ja eh gleich fertig mit der Folge. Komm, ja, da können wir das jetzt noch als kleine Dreingabe machen. Ja. Da fechten wir das jetzt noch schnell manuell aus. Ne? Gibst du mir wieder die Fliegeschießer? Oh ja, sehr gerne. Da muss noch so eine Ballista bei dem Flug beschossen werden. Genau, das mache ich. Das ist cool. Guck mal, sie kämpft gegen ihre Zwillingsschwester. Stimmt, genau. Ja. Boah, guck mal, kein Schnee. Die wurden übrigens bei der Geburt getrennt. Und die eine ist halt bei Mellekätzchen aufgewachsen und die andere bei den Losern. Ja. Bei den Losern. Okay, warte mal, du kriegst hier das schon mal. Super, Waldschlachten. Finde ich ja richtig gut hier. Ja. Passt ja auch so ein bisschen, ne? Weil, also, wir kämpfen ja direkt vor der Stadt, ne? Ja, ist auf jeden Fall logisch, dass man dann genau hier eine Schlacht... Guck mal, da hinten wäre eine ewig große Ebene. Da kämpft man natürlich nicht. Ja. So ein Bullshit. Naja, wir haben ja wir machen ja eine Blitzschlacht, ne? Man sucht sich ja da nicht so aus, ja, ne? Wir können uns ja auch jeden möglichen Roleplay-Kram ausdenken und dann passt es dann irgendwie doch. Hat die ein Hotte Hü? Die hat ein Hotte Hü, oder? Ja, die hat ein Hotte Hü. Okay, das ist auch schon mal... Hotte Hü ist gut. So, was haben wir noch hier? Mestern des Geschwätzels, ne? Okay, dann... Ich bin übrigens ein großer Freund von Rüttelscheimen, wie ihr bereits feststellen konntet. Okay, pass auf. Ich krieg ohnehin nur Debuffs. Frage ist, wo stellen wir uns auf? Ich kann mich auch hier hinstellen. Also ich bleib da, wo ich bin, weil ich werde einfach losfliegen. Weil da ist das... Okay, meine Arti hat eh keine Range.
Oh, ist das so lame. Ja, vor ey, allem, das ist so lame. die wird auch keinen Schaden machen, deine Arti. Also das Einzige, was ich Ja. dir empfehlen würde, ist genau dich da aufstellen und dann hier so eine, hier, dich hier so aufstellen, weißt du, so in der Ja, Art. ne? Und dann darüber laufen, ne? Ich Ja. denke auch, ja. Und wenn ich nämlich ihre Arti dann hoffentlich rausnehme, was natürlich immer noch mehr Hoffnung als alles andere ist. Ich kann auch übrigens, das fällt mir gerade ein, ich kann den auch aus der Reserve locken, wenn ich meinen, wenn ich dem einen Flammenschädel da reincaste. Dann wird er das auch merken, dass er kommen muss. Denk dran, dass der da auch, der hat auch Dunkeldornen da. Der dreht sich jetzt auch gerade auf dich. Warte noch einen Moment, geh nochmal Naja, zurück. Ist besser, wenn du noch einen Ticken wartest. ich kite ihn jetzt einfach. Aber der kommt jetzt. Ja, der hat halt deine Counter-Units, ne? Also, Ja, ich passe schon auf, dass er mich nicht kriegt. Ich sehe ja, wie okay, er jetzt hier gut. Okay, rumläuft. okay. Mir geht es nur Dann darum, dass kriegt sie er. mich jetzt folgen, mir jetzt folgen. In dem Wald durften sie mich eh nicht so gut treffen. On to slaughter, to destruction. Advancing, Druki, forward, forward. Moving out, going, onwards to murder. Oh, komisch, er konnte mit allen Einheiten abhauen. Onward. Komm mal zurück, komm mal weg, der schießt gleich auf dich. Na, er fängt gerade schon an. To destruction. Aber die Bäume fangen das meiste ab. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ich habe das echt selten gesehen, dass die KI so komplett da drin stehen bleibt einfach. Das ist neu, wie gesagt. Die Aha, KI jetzt kommt er, nutzt ne? jetzt Nee, nee, wirklich. der kommt schon, nur normalerweise laufen die doch noch ein bisschen blinder da raus, ne? Ah, der wird verfehlen. Boah, Alter, ey, der wäre eigentlich richtig gut Ja, aber gewesen, das Problem war auch, sie sind wieder gelaufen, Günner. Vergiss das nicht. ne? Das macht's noch mehr, noch schlimmer. Aha. Siehst du, da habe ich noch ein paar Einheiten im Wald erwischt. Aha. War gut. Immerhin für ein bisschen was, ne? Jetzt verfolgt er mich erstmal, denke ich. Genau, ködere ihn mal hier so ein bisschen weg, ne? Greift jetzt hier im Nahkampf an, kurz mal. Alter, sag mal, der. Haben wir auch wieder gerade einen Hochpräzisionsschuss abgegeben, ey. Unfassbar. Die lassen mich anscheinend gerade eben jetzt hier die Schnitterspeerschleuder Das ist schnetzeln. ganz gut, ja, das ist gut. Die Ja, die Einheiten von ihm sind im Wald, ne? haben ihre Dudes einfach aufgegeben, so, ha, euer Pech. Mhm. Wäre aber auch Dunkelelfen-Style, ohne Witz, wäre Dunkelelfen-Style. Es geht endlich drauf, ihr Penner. Ihr habt nur noch 600 Lebenspunkte, ihr habt noch 19 Leute. Da gibt es nochmal einen schönen Flammenschädel. Genau, bleib stehen, bleib stehen. So, ich habe sie jetzt Oh, schon geschlagen, jetzt muss ich sie relativ nur noch recht, ey. killen. Artillerie ist vorbei bei denen. Cool. Und dieses Mal kommt keiner, um diese Arti endgültig zu retten. Das ist schon mal gut. Na kommt schon, es sind doch nur noch 9. Mistress of Christmas. Mistress of Christmas. Ja. Da fällt mir ein, ich hoffe, die Leute haben unser Weihnachtsspecial alle gesehen. Falls nicht, guckt es euch Stimmt. unbedingt noch an, Leute, ne? Ja, das Lustige ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, haben wir das noch gar nicht aufgenommen. Also wir wissen noch gar nicht, was passiert, aber wir wissen, was wir tun werden. Mhm, genau, ja. Ist das jetzt eigentlich im Nachhinein Spoilern? Wir sagen noch nicht, was es ist, ne? Also, die Leute sollen einfach reingucken. Es hat was mit Wir wollen Bäumen. uns ja selbst, wir wollen uns ja auch nicht selbst spoilern, Es hat ja, es hat ne? was mit Bäumen und Weihnachten zu Ja, genau. tun. Und Warhammer. What? Ja. Genau so ist es. Dann ja, lassen wir hier raus, Schwester. Ja, Boah. offiziell sind sie zerstört, das muss ja eigentlich reichen. Ich komme jetzt mal zu dir geflogen. Von denen ist keine Gefahr mehr zu erwarten.
greift diese Schwestern des Gemetzels an. Die haben sie mich gerade wieder gesammelt. Ohne Witz, gefühlt sind diese 105 Geschwindigkeiten in der Luft nichts wert. Mhm. Also auf dem Boden kommt mir das schneller vor. Kann aber auch nur ein Gefühl sein, ne? Das war's. Ja. Ich gehe jetzt den Schwestern des Gemetzels hinterher und versuche sie jetzt hier zu überrennen. Ja. Eigentlich kann sie dreifache machen, oder? Ja. Warte mal kurz. Meine Schleuder. Dinge, die sie nicht soll. Ja. Schieß mal bitte hier auf die anderen Einheiten. Noch 37 Stück. Gott, ist das einiges zu tun hier. Die sind auch irgendwie nicht so effizient im Verfolgen, die Flieger. Nee. Ich würde jetzt mal gerne nochmal diese Heldin hier angreifen. Mhm. Das ist so krass, ne? Das ist eine Heldin, die hat keine Kondition mehr. Rennt aber schneller und als ist du. Trotzdem ist schneller als meine andere Heldin, die noch volle Kondition hatte und genauso schnell sein müsste. Ne? Ja. Also es ist echt narrisch. Ne? Aber im Weglaufen bekommen die irgendwie auch einen Buff, obwohl der nicht dran steht. Also die Zahlen stimmen dann nicht. Hm. So. Oh, die Schwester hat echt angeblich kaum Kills gemacht, nur 27. Aber die hat auf jeden Fall gut Hitpoints gezogen. Jetzt kommt schon, jetzt killt endlich die Bande hier. Ineffizient kann man denn sein? Ja, wir sind runter auf 7. Kannst es beenden, das ist der letzte Unit. So. Und damit müssen wir auch die Folge beenden. Kann der Günther beim nächsten Mal die Stadt noch angreifen? Ja. Alter, du hast 108 Kills gemacht, das war ziemlich nice. Ja, ich weiß. Das war auf jeden Fall gut. Aber das meiste war eigentlich nur aufräumen. Also. Mhm. Ich habe hauptsächlich die Schnittersperrschleuder erledigt und danach habe ich nur noch aufgeräumt. Die Fliehenden. Mhm. Ja, cool. So ehrlich muss ich sein. Ja, dann warten wir noch gerade, bis das hier fertig geladen hat. Ne? Mhm. Und dann, oder sagen wir an der Stelle, komm. Ja, nee, die Leute wollen ja noch sehen, wie viel Geld ich mache. Ach so, ja, den. Da zeigen wir noch, ne, was die Schlachtbeute ist. Guck mal, 58 Verluste, das hätten wir niemals in der Autoschlacht geschafft. Ja, ich weiß. Aber das ist so schön beim Together, ne? Der eine macht die Flieger und harassed, ne? Der andere, der macht dann den Magier und castet und so. Das finde ich echt richtig gut. Aber in echten Schlachten war das ja auch so. Also selbst bei Cäsar war es nicht so. Cäsar hatte nicht alleine alles bestimmt, sondern der hatte ja auch Adjutanten und andere untergebene Feldleute, die zwar von ihm beauftragt waren, aber die in der richtigen Situation dann auch Entscheidungen treffen mussten. Das wird bloß meistens in der Geschichte gerne mal so ein bisschen nicht erwähnt, ne? Wird ja meistens immer bloß der große Feldherr, der König hervorgehoben. Aber dass manchmal eventuell dann so vielleicht die Entscheidung eines einfachen Leutnants vielleicht die Wende gebracht hat, das wird manchmal verschwiegen, weil es einfach nicht festgehalten wird. Ja. Und es hat auch wahrscheinlich einfach keiner gesehen. Weißt du, das kann ja auch sein. Dass es keiner mitbekommen hat, was da wirklich passiert ist. Naja, egal, Leute. Im nächsten Part erfahren wir mehr. Genau. Und ich sage bis dann, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete. Tschüss.